wunderschönen guten Morgen am Dienstag. Es ist 6.03 Uhr. Ich habe eine Abfahrtskontrolle gemacht, beziehungsweise den Bagger losgemacht. Den 330, den 39. Der schon auf den Füßen. Und lade ich jetzt hier ab. Fahre ich rüber in den Hof, lade den Dozer an, den 300er, so rum. Sieht schöner aus. Dann fahre ich den Dozer an rüber nach Völklingen, lade den dort ab und lade gleich wieder den 922, der dort steht. Da hat einen Schaden, einen Defekt, keine Ahnung. Schaden haben wir alle. Der hat einen Defekt am Schnellwechsler vorne, der muss zurück in die Werkstatt. Also, Attacke. Machen wir das schnell.
Bahnhof. Der geht hin nach Völklinge. Der Löffel bleibt anscheinend dran, da werden die brauchen, keine Ahnung. Vor dieser Fahrbahnverengung steht schon ein Pfeil nach links rüber quasi. Alles fährt links und dann kommt nichts und kommt nichts und kommt nichts und dann fahre unter anderem ich und auch viele andere Fahrzeuge fahren dann wieder nach rechts und dann kommt auf einmal aus heiterem Himmel dann doch die Fahrbahnsperrung. Links. Fleisch. Dann fahre ich, komm, so breit und dick bin ich nicht mehr hier. Ich habe hier noch die Lenkung. Aber auch nur der Dreieckser dran, also ich denke schon, dass das passt. Bei 380 hoch.
Getränke machen, ob es da auch eine Metzgerei gibt. Der Pfanne aussieht. Der ist normalerweise gelb. So, gucken wir, wo die andere Mühle steht. Und da sehe ich die Backe. Der dürfte sein, oder Arm. Oder Armhebeine. Der dürfte das sein. Eigentlich das klein hier scheint. Ja. Thank you.
Scheiße, ne? Ich direkt von den beiden Container. Steht direkt vor den beiden Containern. Geladen.
dann fahre ich jetzt rüber nach Börsborn. Ich hoffe, dass mein Navi... Ja, komm, ist gut. Muss man jetzt gerade mal angucken, wie ich da fahre. Trottel am Stück. Ob ich im Navi nachfahren soll. Also mein LKW-Navi zeigt mir ziemlich selber an wie hier ist wohl eine Baustelle. Ne? Weiß nicht, ob ich da durchkomme. Für mich. Mal meinen Junior fragen, ob es jetzt schon wieder ein Update gibt. Weil, seit ich dieses Update von dieser Karte drauf habe, irgendwie macht das Navi nicht so. Also ich bin damit nicht mehr so zufrieden, sag ich mal. Ja, das zeigt jetzt, davor hat es in Anführungszeichen bis 60 Tonnen gezeigt. Und jetzt kann ich Gewicht bis, ich weiß nicht wie viele Tonnen, weit über 100 Tonnen eingeben. Was ich auch gemacht habe. Trotzdem jagt es mich hier über die Gasse, also keine Ahnung. Scheint sich so fortzuführen durch die Woche. Irgendwie ist geil oder so. Ausgebaute Straße wäre mir definitiv lieber. So, ich muss genau gucken. Keiner so eine Größe. Thank you.
brauche, aber ich nehme sie mal in die Hand. Eine Kreuzung. Das heißt, wir werden hier auf dem nächsten Busse entgegenkommen. Gehe ich mal raus davon. Zwar schon mal durchgefahren hier, aber stimmt schon. 10 Jahre her oder so. Wenn nicht sogar noch länger.
herrlich, oder? Kennt das noch jemand, dass die Ortsdurchfahrten breiter sind wie die eigentlichen Kreisstraßen? Ich finde das immer wieder geil. Ich meine, es ist nicht immer so, aber es ist doch relativ oft so, dass die Ortsdurchfahrten breiter sind wie. Aber wenn ich hier rumgefahren wäre, dann wäre ich hier rausgekommen. Aber das sieht doch auch, das sieht doch sehr gut aus hier. Ich weiß gar nicht, warum meine Navigation gesagt hat. So. Geht steil bergab mit mir. Geht schon länger bergab mit mir. So, hinter dieser Rechtskurve muss es links abgehen. Ist wohl schon ein neuer Hochbehälter oder Kläranlage gebaut worden. So sieht es mal auf Google Maps aus. Ach, hier ist die Feuerwehr, okay. Jetzt kann ich uns hier dahinter dran. Boah. Sackgasse. Das ist doch schon mal herrlich. Oh. Jetzt mal dahin kurz, Augenblick. Muss da rein irgendwie. Ramseck könnte gehen, da hinten rum weiß ich nicht. Ich vermute aber, ich muss den ganzen Weg wieder rückwärts raus. Schwarze Katze, super. Nein, bleib Bucke. Ah, nee. Es läuft hier noch ganz gemütlich. Wie war das, von links nach rechts? Oder von rechts nach links? Ah, kurz hier zumachen. Schwarze Katze. Super, danke. Das geht ja hier. Das wäre hier links mit die Einfahrt. Oh, da vorne steht ein Auto auf der Straße, das wird schon mal nichts. Aber da links komme ich nicht rum, sondern ich muss weiterfahren. Da hinten ist irgendwo eine Baustraße. Ach ja. Nee, da komme ich gar nicht rum. So, aber das hier. Ah, Strommast. Die Kamera läuft. Na, das passt. Alles gut. Ein bisschen langsam machen. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass ich da hinten wieder, dass ich da irgendwo drehen kann. Aber ich habe wenig Hoffnung, glaube ich. Ich habe wenig Hoffnung, dass ich da hinten drehen kann. Die Wiesen sind noch trocken. Ja, vielleicht kann ich irgendeine Wiese drehen.
hier ist immer Schotter, also muss auch hier irgendwo der Weg. Das war, ach Gott, guck mal, es fällt auf Gattings hier hoch. Da kann ich auf alle Fälle drehen. Ah ne, da ist ein Pfosten. Aber ich könnte hochfahren und könnte links am Pfosten vorbeifahren. Das würde mit Sicherheit gehen. So, irgendwo da vorne ist die Baustraße, da. Baustelle Ein- und Ausfahrt. Also ich denke, das sollte gehen später. Vielleicht sogar rückwärts hier hoch. Leute, ihr seid brutal. Da unten links ist die Baustelle. Ich weiß nicht, ob man sieht. Da ist eine Baustraße runter jetzt hier vorne. Da hoffentlich wollen jetzt hier keine Leute durchfahren. Und dann komme ich da rein. Ich hatte unten bestimmt dahin irgendwo, ne? Bauzaun weit genug öffne. Hier komme ich bestimmt niemals mehr raus. Also runterfahren ist nicht. Da komme ich nie wieder raus. Ein Stück vor. Maschinenwaage runterfahren wird wahrscheinlich gehen. Ein Stück runter. Seht ihr da das komische, da kann man das komische Grüne, das alte Gebäude halt hier nicht dran sehen. Dafür schaffen wir den Bagger hier. Weiß natürlich nicht, was unten drunter ist. Ja, weiß natürlich nicht, was unten drunter ist, aber jetzt abhängen. Sollte gehen. Läuft. Thank you.
geschrieben. Platz bekommen. Was haben wir, das haben wir drin, das haben wir drin. Nur gucke, dass ich da hinten rechts nicht hängen bleibe. Falls, genau, falls irgendwas ist, gar ich pfeif, lässt etwas. Okay, danke. Ich speichere gerade voll. So. Speichere gerade voll. Aber ich habe mir jetzt die 2 Minuten genommen und habe schnell gewechselt. Gucken, dass wir wieder rauskommen hier. Also wenn das hier ist noch so, jetzt hoffe ich schnell, wenn der Bagger fertig ist. Noch genauso trocken ist wie jetzt. Normalerweise um diese Jahreszeit keine Chance. Lackung kann ich ausmachen. Hallo, am Mittwochmorgen. Gestern Abend noch im Hof den 922 geladen und den bringe ich jetzt heute Morgen rüber. Sorry, es ist alles noch ein bisschen dunkel draußen. Den bringe ich jetzt heute Morgen rüber nach, genau, auf den Acker. Nach, richtig, Mannweiler Köln, so heißt es. Delseberg, Stolzeberg, irgendwie sowas. Stolzeberg, glaube ich, heißt es. Da geht er heute Morgen hin. Dann im Anschluss wahrscheinlich nach Mainz ins Kraftwerk. Weiß ich auch noch nicht genau. Da irgendwelche Teile von der Kranbahn laden. Da steht unser Autokran. Das mache ich dann aber nur, wenn der Kollege, der ist heute Morgen direkt hingefahren, wenn der nicht alles laden kann, dann fahre ich dahin. Auto. Dann fahre ich dahin und lade dann den Rest. Aber weil ich weiß nicht, Kranbahn, ich denke, das werden irgendwelche Stahlträger sein. Weiß ich nicht genau. Danke. So.
ich sagen, nee, haben wir nicht. Der kommt jetzt erst hier hoch. Andere Richtung wieder. Gut. Wir rennen beide hier vor. Roger Rabbit. Langsam hell, der Bagger. Kann man da kennen, Baggerhutzel da hinten. Hab leer. Weiß jetzt noch nicht, was ich im Anschluss mache. Ach, sorry. Aber ich würde sagen, wir machen mal Schluss für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ein Like oder ein Abo wählen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis denn.